Hallo liebe Kinder, heute möchte ich euch das Bilderbuch vorlesen vom kleinen Waschbären, der nicht wusste, dass er etwas ganz Besonderes ist. Das ist Henry. Henry ist wahrscheinlich der tollpatschigste kleine Waschbär, der dir jemals begegnen wird. Ständig stolpert er über seine Freunde oder tritt ihnen versehentlich auf die Zehen. Aber sie haben ihn trotzdem lieb. Henry besucht seine Freunde jeden Tag. Einen nach dem anderen trifft er auf seinem Weg durch den Wald. Bernie und Fips sind zwei Mäuse. Sie sind sehr abenteuerlustig und nehmen Henry jeden Tag mit zum Pusteblumen-Fallschirmspringen. Quietschvergnügt segeln die beiden Mäuse durch die Luft. Aber bei dem kleinen Waschbären funktioniert das überhaupt nicht. Er ist viel zu schwer und plumpst sofort auf den Waldboden. Wieso kann ich das nicht? Denkt Henry traurig. Einige Zeit später kommt Henry zu seinem besten Freund. Das ist Milo, der Biber. Mit seinen großen Zähnen kann Milo aus einem Stück Holz eine wunderschöne Figur machen. Donnerknipsel, das sieht ja toll aus, ruft Henry jedes Mal, wenn er eine neue Figur sieht. Er versucht das auch hinzukriegen. Aber obwohl ihm bei aller Anstrengung die Holzspäne nur so um die Ohren fliegen, kann er einfach nicht so gut knappern wie Milo. Schade, denkt Henry. Vielleicht muss ich mich noch mehr anstrengen, damit ich irgendwann auch so ein toller Künstler bin. Zu Rosi, dem kleinen Rehmädchen, geht Henry besonders gern. Rosis Lieblingsbeschäftigung ist das Tanzen. Sobald die Vögel anfangen zu singen, bewegt sie ihre Beine im Takt der Musik. Das sieht sehr schön aus. Henry möchte auch mitmachen. Er tritt von einem Fuß auf den anderen und fuchtelt mit den Armen. Aber er merkt selbst, dass er das längst nicht so gut kann wie Rosi. Wie macht sie das bloß? Überlegt er. Schließlich kommt Henry zum Teich. Lenny der Frosch sitzt dort ganz gemütlich auf einer Seerose. Hallo Lenny, ruft Henry. Ich setz mich zu dir, okay? Neben dir ist noch eine Seerose frei. Er nimmt Anlauf und hüpft in den Teich. Platsch! Der kleine Waschbär ist viel zu schwer, um auf einer Seerose zu sitzen. Zum Glück kann er schwimmen und taucht gleich wieder auf. Nicht einmal das kriege ich hin, ärgert er sich. Als Henry tropfnass auf dem Heimweg ist, wird er auf einmal sehr, sehr traurig. Was ist nur mit mir los? Dass ich nichts richtig kann, murmelt er. Alle meine Freunde können so tolle Sachen machen. Der Biber kann Figuren aus Holz knappern, Rosi Reh tanzt wunderschön und der Frosch kann eine Seerose als Boot benutzen. Und die mutigen Mäuse erst, die sind einfach klasse. Und ich kann überhaupt nichts richtig. Alles, was ich probiere, geht schief. Wieso bin ich nur so tollpatschig? Da merkt Henry plötzlich, dass er nicht mehr alleine ist. Vor ihm steht ein großer brauner Wolf. Zuerst erschrickt Henry, aber dann sieht er, dass der Wolf ganz freundlich schaut. Er sieht Henry an und fragt: Mein lieber Henry, was ist denn los? Wieso schaust du so traurig? Woher weißt du meinen Namen? Wir sind uns doch noch nie begegnet, oder? Wundert sich der kleine Waschbär. Ich bin der Hüter des Waldes, erklärt der Wolf, und ich kenne dich schon lange, mein lieber Henry. Komm, lass uns zusammen einen Spaziergang machen.
Henry erzählt dem Wolf, wie traurig er ist und wie unbedeutend er sich fühlt. Der Wolf wartet geduldig, bis der kleine Waschbär fertig ist. Dann sagt er freundlich: Henry, ich glaube, du weißt gar nicht, wie wichtig du für deine Freunde bist. Sie haben dich alle sehr lieb und du hilfst ihnen immer wieder, ohne dass du es selbst merkst. Soll ich dir mal erklären, wie du das machst? Oh ja, bitte, sagte Henry eifrig. Du findest es doch so toll, wie die Mäuse mit den Pusteblumen durch die Luft segeln, nicht wahr? Sagt der Wolf. Aber wenn du neben ihnen für Wirbel sorgst, macht es ihnen am meisten Spaß. Durch deinen Sturz entsteht nämlich ein Luftzug, der sie noch viel luftiger umherwirbelt. Und dein Freund Milo macht tolle Figuren aus Holz, stimmt's? Aber er kann das am allerbesten, wenn du bei ihm bist. Dann hat er super Ideen und bringt richtige Kunstwerke zustande. Ohne dich wäre er niemals so gut. Lenny der Frosch freut sich jedes Mal ganz besonders, wenn du kommst. Du sorgst nämlich dafür, dass ihn die Fische nicht ärgern können. Sie knabbern dauernd an seinen Zehen, wenn du nicht ins Wasser planscht. Rosi Reh kann nur tanzen, wenn die Vögel singen. Und die singen am schönsten, wenn du da bist, Henry. Sie mögen dich und finden es lustig, wie du dich zu ihrer Musik bewegst. Deshalb tanz ruhig, kleiner Waschbär, weiter. Du brauchst dich nicht zu schämen. Hast du jetzt begriffen, wie wichtig du bist? Fragte der Wolf. Du bist ein fantastischer Farbklecks im Leben deiner Freunde. Durch dich wird jeder Tag für sie bunt und besonders. Henry starrt den Wolf ungläubig an. Wirklich? Der Wolf lächelt. Du hast eines der großartigsten Talente, die es gibt, nämlich ein wahrer Freund zu sein. Schau, wir sind schon fast bei dir zu Hause, sagt der Wolf und verabschiedet sich. Henry fühlt sich jetzt schon viel besser als vorher. Da fällt ihm etwas ein und er ruft dem großen Wolf hinterher. Woher weißt du eigentlich so gut über mich Bescheid? Der Wolf dreht sich um und schaut ihn an. Ich passe auf alle Tiere im Wald auf. Auch auf dich, lieber Henry. Und wenn du mal Hilfe brauchst, werde ich schneller da sein, als du mich rufen kannst. Tschüss, kleiner Waschbär. Danke, flüstert Henry. Henrys kleines Herz fühlt sich federleicht an, als er weitergeht. Und da trifft er auch schon drei seiner Freunde. Bernie, Fips und Milo rennen auf ihn zu und umarmen ihn stürmisch. Wir haben uns Sorgen gemacht, als wir dich nicht finden konnten, quiekt Fips und drückt Henry einen winzigen Mäusekuss auf die Nase. Komm schnell mit, wir müssen dir etwas zeigen, fügt Bernie aufgeregt hinzu. Die vier Freunde gehen zu einer Wiese, wo Rosi und Lenny schon auf sie warten. Auf Rosis Rücken zappelt etwas Braunes. Das ist ja ein kleines Baby-Eichhörnchen, ruft Henry überrascht. Ja, das arme Kleine ist aus dem Nest gefallen. Es braucht jetzt ganz dringend einen warmen Pelz zum Reinkuscheln, erklärt Rosi. Rosi legt das kleine Eichhörnchen vorsichtig ins weiche Gras. Henry, würdest du dich um das Baby-Eichhörnchen kümmern? Du hast so ein großes Herz für alle Tiere um dich herum. Deshalb wissen wir genau, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Vorsichtig nimmt Henry das Baby-Eichhörnchen in den Arm. Fiebt das Kleine und fasst nach seiner Nase. Schau, es mag dich und fühlt sich wohl bei dir, freut sich Rosi.
Keine Sorge, ich passe jetzt auf dich auf, flüstert Henry dem Eichhörnchen zu. Umgeben von all seinen Freunden fühlt er sich plötzlich so glücklich, wie er es in seinem ganzen Waschbärenleben noch nie war. Das war das Bilderbuch vom kleinen Waschbären, der etwas ganz Besonderes ist. Und liebe Kinder, ihr seid auch alle etwas ganz Besonderes. Bis bald!